Hallo liebe Campingfreunde, willkommen zum zweiten Teil heute beim Oliver bei Womo4U. Heute schauen wir mal, wie so eine Absetzkabine aufgeladen wird auf dem Pickup, wie lange das dauert. Ne? Es regnet zwar, aber egal, ne? Wir kennen kein schlechtes Wetter. Und dann schauen wir uns mal noch eine andere Kabine an, die ist ein bisschen kleiner, so ein bisschen yachtmäßig für zwei Personen vielleicht. Genau das Richtige, und da hat es ja auch einige dabei für euch, von euch, die sowas interessiert, und deswegen schauen wir mal, wenn wir schon dort sind, schauen wir uns die Kabine mal an, also kommt mal mit. So, gesagt, getan, Leute. Um mal anzuschauen, wie man so eine Wohnkabine aufladet, machen wir jetzt mal die Probe auf Exempel. Wir haben hier ein Ford Ranger Pickup vom Oliver und hier eine Wohnkabine von Tischer. Und die bocken wir jetzt mal auf. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Ne? Also hier haben wir eine Trail 230S. Das heißt, das ist das neue Modell mit dem aerodynamischen Alkoven, der auch eine größere Liegefläche, also 5 cm mehr Länge und Breite, also 2 Meter 3 x 1,55 im Querschläfer oder eben 2,5 Meter als Längsschläfer hat. Und wir bocken das jetzt mal auf und dann können wir mal sehen, ungefähr wie lange das dauert. Ne? So sieht es aus. Ne? Schauen wir mal, ob es mit dem Vorführeffekt genau funktioniert. Eine Frage noch von den Zuschauern auch und wo auch mich beschäftigt. Man muss ja hier die hintere Klappe abbauen jedes Mal. Ne? Genau. Ja, und das hört sich jetzt zwar mega kompliziert an, aber ist gar nicht so kompliziert, gell? Nein, man hält die einfach hier hin, sind zwei Schrauben, links und rechts, und wieder die Verbindung für die Rückfahrkamera einstecken. Und es gibt auch noch eine Schnellkupplung, wo man dann quasi die Klappe nur einfädelt und damit einem Schnellverschluss hier einrasten lässt. Man kann es von Hand kurbeln oder natürlich auch mit dem Aufsatz für den Akkuschrauber machen. Sieht schon mal ganz gut aus, und ein gewisser Abstand zum Führerhaus kann man dann auch noch beim Absenken der Kabine ausgleichen. Aha. Wenn man jetzt quasi erst vorne absenken, sieht man, dass die sich dann weiter ans Fahrzeug ran bewegt. Lassen wir dann die Federung hoch.
man die Stützen quasi ein, Splint lösen, hochschieben, Splint wieder rein. Und dann kurbelt man weiter. Was jetzt tatsächlich mit dem Akkuschrauber viel schneller gehen würde. Wir machen jetzt mal Zeitraffer. So, dann kann man die Stützen einfach rausnehmen, löst hier den Splint und dann kann man die Stütze quasi hier unten einfädeln. Und hier fixieren. Wenn man sie mitnehmen möchte, unterwegs, ne? Kann man natürlich auch daheim lassen. Ja, man kann sie auch daheim lassen, aber bei der Tischler ist es ja so, dass die wirklich sehr stabil steht. Also nehmen die viele schon ganz gern mit, dass man die unterwegs absetzen kann. Selber auf der anderen Seite. Genau. So, jetzt kommt auch der Gummi langsam hier ans Fahrzeug. Ne? Das ist dann fahrzeugspezifisch für jedes Modell. Und dann hat man einen nahtlosen Übergang. Wenn eben auch Schlagregen, läuft dann nicht auf die Ladefläche, sondern läuft dann außen ab und ist auch aerodynamischer, weniger Windgeräusche und es sieht wertiger aus. Fädelt man die hier ein. Fädelt die hier auf und werden hier einfach festgeklickt. Schon haben wir die Stützen verstaut, stabil. Und dann müssen wir innen noch die Metallspanner und die Stromdosen verbinden. Über das Seitenfach hier. Du hast jetzt keine Spanner dran, du hast jetzt da also so einen Gewindehaken. Ja, das sind so Gewindestangen und die kann man dort. Also als erstes wird dann die Anhängerdose ist aber anders belegt wie am normalen Anhänger, deswegen geht es auch nicht in die Anhängerkupplung, sondern wir müssen eine separate Dose dort abzwacken, wo die Beleuchtung gesteuert wird. Und mit diesem dreipoligen Stecker haben wir die Verbindung zum Fahrzeug vor mit einer Steuerleitung, damit wir dann während der Fahrt sozusagen die Maschine den Ladebooster betreiben können und somit dann die Kabine während der Fahrt laden. Genau. Das ist dann auch hier wasserdicht verschlossen. Also perfekte Lösung. Und dann werden eben diese Spanner montiert. Die dreht man dann fest und durch die Bohrung wird dann ein Splint gemacht, damit sich das nicht unbeabsichtigt während der Fahrt lösen kann. So ungefähr wie beim Räderwechseln nach 30 Kilometern ungefähr oder viertelhalbe Stunde Fahrt, paar Bodenwellen, paar Kreisverkehre. Kann sein, dass die Kabine sich noch ein bisschen bewegt, dass man dann nochmal nachkommt. Wie gesagt, diese Hölzer unter der Kabine gleichen die Höhe zum Fahrerhaus aus. Und es gibt dann noch diese Führungshölzer, die dann die Seitenführung bringen. Und die rutschen dann quasi genau in diese Rillen von der Ladefläche rein. Perfekt. Ja, das gleiche natürlich jetzt von der anderen Seite, logischerweise.
Draußen fängt es wieder an zu regnen. Aber ich würde nur sagen, 15 bis 20 Minuten, wenn kein Kameramann dabei steht, kein nerviger YouTuber, dann geht es auch ein bisschen schneller. Aber es ist kein Hexenwerk, Leute. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Ihr habt es gesehen, mit ein bisschen Übung. Ich glaube, am Anfang ist wichtig, dass man einfach zu zweit ist. Beim Einfahren, beim Einrangieren. Ne? Aber hier drinnen, die Befestigung, das ist wirklich kein Hexenwerk. Absolut nicht. Und jeden, der das vielleicht abschreckt, ich sehe da jetzt kein Problem drin. Ne? Und das mit ein bisschen Übung kann man das auch locker am Campingplatz machen. Ich würde sagen, jetzt fängt es an zu regnen. Und wir fahren jetzt wieder zurück. Und dann zeige ich euch noch eine andere Wohnkabine, die Aero One. Ist vielleicht jetzt nichts unbedingt für uns, aber für den einen oder anderen von euch interessant. Und deswegen kommt mal mit. Der Oliver ist auch wieder da. Genau. Servus, Oliver. Servus. Und ihr seht schon, wir sind hier in der nächsten Wohnkabine. Ne? Und jetzt sind wir hier so ein bisschen, ihr merkt auch, es wackelt ein bisschen. Fehlt nur noch so ein bisschen Wellengang und Wassergeräusche. Und dann würde ich echt meinen, wir sind hier unter Deck. Ne? Wo sind wir denn jetzt drin? Wir sind jetzt in der Aero One. Das ist eine Kabine komplett als GFK Monocoque ausgeführt. Ist sehr aerodynamisch, vom Style her ist alles individuell möglich. Hier ist es jetzt vom Holzdekor ja, im Yacht-Design gemacht mit Teakholz-Optikboden. Das HPL hat hier auch sogar Holzstruktur, also ist hier sehr edel, stimmig mit der Deckenbespannung. Also finde ich auch, ist eine sehr stimmige Kombination, wobei man hier grundsätzlich Polster, Möbeldekor, Wanddekor in tausenden Varianten kombinieren können. Und diese Kabine ist jetzt eben eigentlich in der Vollausstattung Sahara Eis. Das heißt, die hat noch eine spezielle Basaltlage im Aufbau, was nochmal im Winter wärmer, im Sommer kühler ist. Und hat dann eben wie üblich hier vorne die Sitzgruppe, wirst du nachher nochmal im Detail filmen. Das Bett ist ein Ausziehbett, der Tisch ist ein Slide-Out. Und wir haben hier komplett gasfreie Technik mit einem Webasto Diesel-Kochfeld und der Autotherm Dieselheizung. Ja, haben in der Vollausstattung Solarpanels, Lithium-Akku, Motronic-Ladegeräte, eigentlich alles hochwertig verbaut und ist für 2 bis 3 Personen eine gute Lösung. Ja. Und ist halt vom Gewicht her interessant, hat so im Vollausbau 650, 700 Kilo und geht dann für manche Basisfahrzeuge halt ohne Auflastung und hat einen sehr günstig gelegenen Schwerpunkt, weil die Tanks auch alle vorne unten angeordnet sind. Ist sehr aerodynamisch, also merkt man eigentlich gar nicht, wenn man die auf dem Auto hat, keine Windgeräusche. Ist so breit wie der Pickup, das heißt, man braucht keine Zusatzspiegel, auch wichtiges Thema. Und in der Schweiz kann man es als Ladung fahren, was nicht funktioniert, wenn die Kabine breiter ist wie das Fahrzeug. Ja. Für alle Schweizer interessant, ne? Nachdem wir in Schweiz Nähe sind und auch viele Mieter haben, die aus der Schweiz sind, ist das natürlich eine gute Lösung. Aber auch für alle, die Offroad fahren wollen, durch die angeschrägte Optik der Kabine hinten haben wir auch einen guten Böschungswinkel und man kommt auch problemlos noch mit einer Anhängerdeichsel ran, wenn man Pferd, Motorrad, was auch immer mitschleppen möchte. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Kabinchen mal genauer an. Auf den ersten Blick natürlich für uns, Andrea und mich, ist die Kabine nichts, definitiv. Die ist ein bisschen zu klein. Man sitzt hier aber trotzdem schön. Und die Kabine hier auf alle Fälle für 2 Personen sehr interessant, denn Thema Gewicht logischerweise und auch Thema Bett. Denn wir haben hier ein paar Kniffe. Schauen wir uns mal an. Juppa, oi, das sind wir schon. Und zwar können wir hier, ihr seht schon, diesen Riegel, zack, hier, dann kann man dieses Bett hier verlängern. Ne? Zack, umklappen, Matratzen drauf und dann hat man hier 2 Meter in die Länge und mit diesen Verbreiterungen ca. 1,80 Meter in der Breite. Also auch sehr, sehr bequem und vor allen Dingen auch sehr kuschelig, denn das oben hier ist alles ja, mit Filz oder mit Stoff bedeckt. Somit ist es natürlich noch mal schön isoliert. Ne? So, machen wir es wieder zu. Des Weiteren ist hier auch eine raffinierte Tischlösung, finde ich. Man macht einfach den Riegel hoch und dann kann man hier den Tisch, wo ist er? Ja, ja, mit einer Hand ist immer schwierig, kann man hier den Tisch vorziehen, ne? Und somit hat man dann die Tischlösung auch gleich parat. Ne?
Ist nicht so flexibel wie in der Tischerkabine beim letzten Teil, logischerweise. Aber für zwei Personen, die es gern kuschelig haben, ist die Kabine auf jeden Fall sehr interessant, wenn man da einfach auch das Gewicht beachtet. Ne? So, machen wir es dazu. Leselampen, USB-Anschluss, Standard natürlich, nichts Besonderes. Ne? Also das hat mittlerweile ja jeder. Hier haben wir noch eine 12-Volt-Steckdose. Ist eigentlich nicht mehr so gängig. Ne? Also 12-Volt-Steckdosen, USB, das ist wichtiger, viel wichtiger wie so eine 12-Volt-Steckdose. Auch da drüben haben wir noch Schalter und Steckdosen. Was haben wir hier? Ja, nochmal 12 Volt, nochmal, da ist eine 230 Volt, okay. Was natürlich hier extrem ist, diese Kabine wackelt wie ein Kuhschwanz. Also hier würde ich mich jetzt nicht unbedingt ins Bett wagen, deswegen gehe ich da auch nicht rein, weil die Kabine auf Stelzen ist. Bei der Tischerkabine war das kein Problem, aber hier ist das schon nochmal eine andere Hausnummer. Die wackelt dann schon ein bisschen wie ein Kuhschwanz. So, was haben wir hier noch in den Schränken? Schauen wir mal. Jawohl, da haben wir natürlich jetzt nicht so viel Platz wie in der Tischer, kann man nicht vergleichen. Ja, okay. Ein großes Dachheki oben und auch Fenster an der Seite, aber trotzdem einigermaßen dunkel hier drin. Aber ich muss auch dazu sagen, wie ihr sehen könnt, wir stehen auch in der Halle. Ne? Wir stehen gerade in der Halle hier drin und deswegen ist es auch nicht so wahnsinnig hell. Beleuchtungskonzept, wo haben wir denn Beleuchtung? Wir haben hier eine Beleuchtung, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Da fehlt mir noch irgendwie eine Beleuchtung an der Decke. Aber es ist gemütlich. Ne? So ist es nicht. Also es ist schon gemütlich. Ne? In der Küche haben wir hier eine Beleuchtung. Und wie gesagt, hier ein Cerankochfeld, das mit einer Dieselheizung zusammen harmoniert. Ne? Also das, hier ist komplett alles gasfrei, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Ne? Hier haben wir nochmal ein kleines Auszugssystem. So. Eine Küchenerweiterung, damit hier auch gut gearbeitet werden kann. Ne? Und dann passt es. So, wieder zu. So, für mich das absolute Highlight kommt jetzt im Bad. Also ja, Highlight sage ich jetzt mal im Sinne von, dass man sich fühlt wie in einem, wie einer kleinen Yacht, sage ich jetzt mal. Ja, gehen wir mal gucken. Hier ist wirklich Minimalismus angesagt. Wir haben hier eine Trenntoilette drin und es wackelt wie ein Kuhschwanz, Junge. Junge, Junge, Junge. Das Klappwaschbecken. Zack. Ja. Das kennt man auch schon aus diversen Kastenlagen. Wenn man es nicht braucht, klappt man es wieder hoch. Ich werde gleich seekrank, Leute. Schaut euch das an. Aber ja, es ist halt hier. Oh. Also für mich, schaut euch an, für mich ist es schon eng. Jetzt habe ich schon 17 Kilo abgenommen und für mich ist es ein No-Go. Ja. Wie für ein Pärchen Maximum. Aber die müssen dann wirklich auch schlank und klein sein. Und dann macht das ganze Ding hier auch Spaß. Aber für mich und die Andrea wäre das ein No-Go, definitiv. Duschen ist hier wirklich im absoluten Notfall, würde ich jetzt mal sagen, möglich. Und das, der Rest, ihr seht selber, der Rest auch. Hier ein kleiner Kühlschrank, der reicht aber auch für zwei Personen. Würde ich sagen, Kompressor-Kühlschrank. Oh, jawohl. Zack. Das Gute ist, hier ist wirklich komplett auf Gas verzichtet. Da ist dann keine Gasanschlüsse etc. drin. Dementsprechend ist man hier ziemlich autark. Wir haben hier oben auch, ihr seht schon, das ganze Bedienpanel von Wodronic. Ein kleines, schönes Spülbecken. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr minimalistisch alles, aber wirklich für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant, denn es ist für jeden irgendwas dabei. Und auch hier nicht allzu viel Stauraum, aber ein paar Gewürze bringt man hier schon rein. Ne? Also sitzen tut man hier wieder gemütlich. Das ist ja das Schöne, auch bei den letzten zwei Kabinen, wo ich war mit der Andrea oder auch ich alleine. Also sitzen ist halt wirklich saugemütlich. Das ist halt so, diese Sitzecken hier, diese Rundsitze, das macht halt richtig Spaß. Und selbst in dieser Kabine hier ist das wirklich ein Highlight. Ne? Schlafen kann man hier mit Sicherheit auch gut, definitiv. Auch hier die Rundsitzgruppe ist top.
Alles andere wäre jetzt für uns persönlich ein No-Go, klar, logischerweise. Aber ansonsten HPL-Beschichtung, Monocoque ist sehr gut isoliert und sehr, sehr, sehr stabil und steif. Ne? Aber es sind einfach ein paar Punkte, wo bei uns gar nicht gehen. Und alleine die Akira hätte hier keinen Platz. Ne? Also ist schon ein Riesenunterschied zu den ersten beiden Kabinen, die wir gezeigt haben. Stauraum gibt es hier wirklich, würde ich sagen, ein Problemchen. Ne? Man bringt hier gerollt auch wieder vieles rein. Aber uns fehlen jetzt vorne diese Stauräume, diese Staukästen, die wir in der Tischer hatten. Hier hat man zwar auch ein paar Möglichkeiten geschaffen, aber stauraumtechnisch ist es eine andere Hausnummer, definitiv. Also für alle, die alleine reisen oder maximum zu zweit, ist es sicherlich hier eine Alternative. Die eventuell schon ein Fahrzeug haben, ein Pickup, und den nicht großartig aufrüsten möchten, dann wäre das hier mit Sicherheit eine Alternative. Schaut es euch mal an. Qualitativ kann ich nichts sagen. Logischerweise, mir gefällt die Optik, mir gefällt der Ausbau, aber vom Platz her ist es einfach für uns nicht machbar. Da müssen wir dann schon Richtung Kabine Nummer 1 oder Kabine Nummer 2 gehen. Aber es werden noch viele Folgen und ich zeige euch natürlich auch diese hier. Ne? Weil, wenn ich schon irgendwo bin, dann will ich natürlich auch alles zeigen und auch die negativen Punkte. Und die für uns negativ sind, heißt ja noch lange nicht, dass die für euch negativ sind. Oder andersrum. Ne? Und deswegen ist für jeden irgendwie die passende Kabine dabei. So, aber jetzt nichts wie nach Hause. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und ich freue mich schon auf die Messe. Auf den einen oder anderen. Und wir werden auf jeden Fall so eine Wohnkabine testen. Definitiv. So, in diesem Sinne. Bye, bye. Macht's gut. Ciao, ciao.